Mein Name ist Stefan Krause, bin momentan hier im Vorstand der Krakauer Agrar AG, bin 1979 geboren und eigentlich schon meine ganze berufliche Karriere in diesem Betrieb. Kennt man den Betrieb, die Leute, die Umgebung, alles wie seine Westentasche und kommt damit, denke ich mal, gut zurande. Krakau liegt im Südosten Vorpommerns und hat heute fast 700 Einwohner. Der Name kommt aus dem Slawischen und bedeutet wohl Ort der Krähen. Geografisch gesehen liegt der kleine Ort in einem Bachtal zwischen Seen und dem breiten Randotal. Krakau wurde zum ersten Mal 1271 urkundlich von Otto von Ramin erwähnt, als er den Franziskanern in Stettin aus seinen Gütern zu Krakau eine Hebung schenkte. Zum Ort gehören mehrere Seen. Der größte ist der Lebensche See. In Krakau befinden sich unter anderem eine Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert, weiterhin alte Gutshäuser, ein Oldtimer-Museum und ein modernes Eiscafé. Zur Gemeinde gehören außerdem Badinstal, Hohenholz, Pyritz, Leben und Schuckmannshöhe. Heute sind in Krakau drei moderne Landwirtschaftsbetriebe beheimatet. Krakauer Agrar AG, eigentlich ist es ja ein Verbundbetrieb mit der Staukauer Agrar AG, hat diesen einfachen Hintergrund, dass ein Teil des Betriebes, die 100%ige Tochter, 100% ökologisch wirtschaftet, damit ausgegliedert werden muss und letztendlich ist es ein Teil trotzdem eines Betriebsverbundes. Wir sind als Betriebsverbund relativ breit aufgestellt, möchte ich meinen, weil wir mehrere Kulturen anbauen, nicht wie einige meiner Berufskollegen, teilweise nur zwei oder drei. Wir haben Mais im Anbau, wir haben Erbsen im Anbau, Gerste, Weizen, Zuckerrüben, Raps. Dann haben wir noch ein paar Stillungsflächen, Blühflächen und einen Großteil natürlich Grünland, bin im Niedermoorbereich der Rando. Und daraus resultierend, dass wir eben relativ viel Grünland bewirtschaften und schon immer bewirtschaftet haben, haben wir natürlich auch Tiere, die dadurch versorgt werden können. Wir haben insgesamt im Betriebsverbund um die 900 Tiere. Mutterkuhhaltung mit Nachzucht, mit Bullenmast und wir behalten alle Rinder selbst, züchten alle selber nach, bis auf die Zuchtbullen, die kaufen wir zu und haben damit eigentlich einen relativ geschlossenen Kreislauf, hat den Vorteil, Krankheiten, Seuchen, genetische Materialien, man kennt seine Tiere und so. Hallo, ich bin William Krause, bin 10 Jahre alt und bin in der 5. Klasse. Ich gehe in der Schule, regionale Schule Penkun und tja, meine Lieblingsfächer sind Bio, also alles, was so mit Natur zu tun hat. Nach diesem schweren Anfang, ich hatte das ja schon öfter gesagt, wir kommen ja aus der Tierproduktion und hatten ja eigentlich überhaupt keine materielle Basis, kein Traktor, kein Hänger, kein nix. Und wir mussten das ja erst nach der Wende kaufen und alles auf Kredit. Wir waren zwar eine reiche LPG, wir hatten viele, viele Millionen auf dem Konto, aber die Leute,
die die erwirtschaftet haben, die wollten dann natürlich auch ausgezahlt haben. Um den Hausfrieden weiter zu garantieren, das Geld wird ausgezahlt, damit die Leute auch zufrieden sind. Die hatten das ja auch erwirtschaftet. Und wir mussten natürlich quasi bei null anfangen. Wir hatten lediglich Tierbestände, hatten wir, ja. Milchkühe hatten wir. Und, aber 2005 haben wir gesagt, jetzt ist Schluss. Die Milchpreise waren runter so ähnlich wie heute und wir hätten investieren müssen. Und das war natürlich nicht notwendig und war auch nicht zu verkraften. Stolz bin auf meine beiden Kinder und besonders auf Stefan, weil der voll das übernommen hat. Er hat damals gesagt, Vater, Milchproduktion will ich nicht und mache ich auch nicht. Und dann haben wir umgestellt auf Mutterkühe und er ist heute voll und ganz hinter der Sache. Er hat schon mehrere Jahre jetzt investiert und dieses Jahr hat er jetzt wieder den Auslauf im Maststall investiert, sodass wir da auch dann bessere Qualitäten kriegen. Mein Name ist Kevin Franke. Ich bin 25 Jahre alt oder am 29.11.1992 geboren, bin Facharbeiter bei der Krakauer Agrar AG und habe am 01.08.2009 auch hier meine Lehre begonnen und seitdem auch im Betrieb. Früher gab es nur 2 Schaffluch. Mein Papa hat jetzt ein 6 Schaffluch oder es gibt ja jetzt auch schon, wenn man starke Trecker hat, so umso stärker ist der Fluch. Dieses Jahr hatten, weil es so trocken war, die Trockenheit, braucht man starke Trecker. Man kann aber nur kleine Flüge nehmen, weil die Erde zu hart ist. Ich habe ja auch meinen eigenen Garten und da sehe ich es auch. Ich habe meinen McCormick, der hat 25 PS und der hat einen 2 Schaffluch und damit. Zum Beruf des Bauern gekommen. Eigentlich ganz simpel. Unsere Familie ist väterlicherseits in der Landwirtschaft schon tätig seit 1726 und über Generationen hinweg waren wir eine bäuerliche geprägte Familie und ich denke mal, bei meinem Sohn ist momentan ist es ähnlich. Wer damit groß wird, mit diesem relativ schönen Beruf, mit Natur, mit Tieren, mit Technik, kann sich eigentlich für nichts anderes entscheiden, außer Landwirt zu werden. Und eigentlich war es ganz genauso wie bei mir, schon mit Kindesbeinen an, bei Opa, bei Papa, bei allen irgendwie mitgefahren, mit dem Trecker, mit dem Pferdewagen, später selbst große Schlepper gelenkt auf dem Feld und zu Hause mit Pferden und Hunden und allem groß geworden. Und deswegen ist es, Landwirtschaft geht da irgendwie dann nicht dran vorbei. Ich bin hergekommen durch einen Kumpel, den kenne ich seit Kindergarten, bin mit dem 10 Jahre eine Klasse gewesen. Ich habe gesagt, die suchen Leute. Ich sagte, ja, ich bin ja hier groß geworden. Er sagt, bewirbst du mal. Ja, hat alles geklappt gut. Jetzt bin ich schon knappe 3 Jahre in dem Betrieb. Arbeit macht Spaß, nette Kollegen, alles. Der Chef ist in Ordnung. Ja, mein Aufgabenbereich geht los bei Viecherversorgung, Biogasanlage betreuen, ein bisschen nebenbei mit über die Bodenbearbeitung, Aussaat, Überladewagen fahren. Also ich bin mit der Bezahlung voll zufrieden, ist immer pünktlich da, ist ausreichend für die Arbeit, die wir machen. Das ist einwandfrei. Also du musst ja auch ganz viele Stunden arbeiten, wa? Ja, das gehört dazu in der Landwirtschaft. Ne? Mhm. Da hat man sich ausgesucht, ne? Und da muss man mit leben. Mhm. Und da wird man, kriegt man auch beigebracht in der Lehre. Landwirtschaft heißt, arbeiten so lange, wie es geht, das gute Wetter ausnutzen. Weil man weiß nie, wie lange das gute Wetter bleibt. Und wenn Regen ist, dann kann man nichts machen und dann ist alles im Verzug. Und da wirkt sich immer auf die nachfolgende Ernte drauf an. Ne? Also die Abwechslungsreichheit, die Vielfältigkeit der Tätigkeiten
an der frischen Luft arbeiten, nicht den ganzen Tag im Büro sitzen oder so, ne? Einfach, dass man draußen an der frischen Luft ist, was für die Umwelt macht, die Leute ernährt. Das ist eigentlich das Beste daran. Vom Team her ist das gut, sag ich mal. Also wenn man so hört, andere, die haben nicht so ein gutes Team. Und gerade im guten Team arbeitet sich das ja auch gut. Wenn einer sich auf den anderen verlassen kann, etc., wenn man so will, wie eine große Familie, das ist ja besser, als wenn man bloß guckt, was macht der andere, etc. Und so bei den anderen hört man das und bei uns ist das eben nicht. Und das habe ich schon immer gut gefunden und das kann ich auch sagen. Jetzt bin ich 25 Jahre hier und also das ist eine sehr gute Sache und das will ich auch nicht missen. Wir haben ein Pflanzen, also wir haben Tierproduktion und Pflanzenproduktion. Wir haben noch zwei weitere Landwirtschaftsnachbarn, die haben nur Pflanzenproduktion und ja, die haben dann kein Viehzeug, aber wir haben dann eben Viehzeug. Wir haben eigentlich auch nur Rinder oder Kühe. Rinder haben wir, Kühe, Bullen, Mastfersen, wir schlachten sie, wir bringen sie so wie in Blockhaus oder ja, sowas wie Blockhaus oder wo man das Steak und alles, das kommt ja auch von den Kühen. Hier um den Pflanzenschutz und Wiese mähen mit einem Lely-Mähwerk, 9 Meter, das ist schon eine ganz schöne Arbeitsbreite, da schafft man schon was mit am Tag. Ja, Mähdrescher, das ist so mein Part, da lasse ich auch so schnell keinen anderen ran, sag ich mal. Und Häcksler haben wir vor kurzem neu gehabt, den habe ich so in meiner Hand gehabt. Und ja, was noch für Arbeiten, Werkstatt, alles möglich eben, Radlader fahren, Tiere futtern, denn irgendwie, man ist halt, ja, universal einsetzbar. Das ist auch wichtig heutzutage, ne, dass man überall alles kann in der Landwirtschaft. Ganze Jahr tätig, genau. Im Winter zieht man sich dann gerne in eine warme Werkstatt, ne? Ganze Winterreparatur, Hänger, was fertig gemacht werden muss und so weiter. Fällt ja auch oft was an, so kleine Ölwechsel und sowas, das können wir alles schon selber machen. Bloß wenn es dann speziell wird, na, dann muss eben ein Service kommen, ne? Heutzutage viel mit Computer. We'll be right back.
Ja, auf jeden Fall dieses Kollegium, ne? Und ohne jetzt irgendwie zu schleimen oder schmalzig zu werden oder wie auch immer, der Chef, der ist auch voll in Ordnung. Je nachdem, oder ja, wenn man mal einen Tag frei braucht oder irgendwie, wenn da wirklich was mit den Kindern ist, dann hat er da immer Verständnis für und gibt er dann auch schnell mal eins, ausnahmsweise einen Tag frei oder so, ne? Die Region Krakau zeichnet für die Landwirtschaft erstmal aus, dass wir, wie gesagt, dieses Niedermoorgebiet im Randotal haben. Damit ist unsere Futtersicherung für die Tierproduktion eigentlich immer gegeben, weil es ein Niedermoorstandort ist und selbst in trockenen Jahren wächst trotzdem noch so viel zu durch den Wasserstand, dass wir da keine Schwierigkeiten haben. Und ansonsten, ja, Krakau ist geprägt durch großflächige Landwirtschaft aus historischen Zeiten, also sprich zu DDR-Zeiten, haben wir schon groß strukturierte Schlagparzellen, die somit gut zu bewirtschaften sind. Wir sind ja 3 Landwirtschaftsbetriebe hier in Krakau, wir kommen relativ gut miteinander aus, wenn nicht sogar sehr gut. Das einzige Konkurrenzgerangel geht natürlich immer um Grund und Boden, damit die Grundlage, die Wirtschaftsgrundlage eines jeden Betriebes. Aber ja, damit können wir auch umgehen. Wir haben zwischen Jahresdurchschnitt zwischen 300 und 500 Tiere so. Ab Oktober werden die abgesetzt. Wir ziehen uns unsere Kälber selber ran. Wir haben selber an die 400 Mutterkühe. Wir ziehen die Kälber selber ran. Und Oktober kommen sie in den Stall. Die werden ab März kalben, die Kühe. Dann kommen die, wenn sie ein halbes Jahr alt sind, hier oben in den Stall. Und dann kommen sie zu Mast. Da werden von den besten Fersen werden jedes Jahr 20 zur Zucht rausgesucht von jeder Herde. Und die anderen gehen in den Mast. Die Bullen dürfen nicht älter wie 2 Jahre werden. Ab 2 Jahre fällt der Rindfleischpreis für die Bullen. Und die Fersen, die gehen nach Blockhaus oder Bio, im Biopark. Historischer Städte quasi. Wir kommen ja aus der Tierproduktion und wir hatten ja früher Milchproduktion. Die Milchproduktion haben wir aber 2005 eingestellt und haben dafür mit Mutterkuhhaltung begonnen. Und das war eigentlich aus meiner Sicht das Richtigste, was ich damals gemacht habe. So, heute sortieren wir hier die Mutterkuhherde. Wir haben etwa 170 Mutterkühe mit über 138 Kälber. Also müssen über 300 Tiere durch den Zwangsstand. Die Kälber werden abgesetzt, die Zuchtbullen werden abgesetzt und die Kühe werden quasi winterfest gemacht. Behandlung gegen Endo- und Ektoparasiten. Sie werden auf Klauenbehandlung beguckt und wenn einige Kühe äußerlich ZU sind, also zuchtuntauglich sind, dann werden die auch mit ausgesondert aus der Herde, sodass eigentlich nur die richtig Zuchtkühe unten bleiben. Die weiblichen und männlichen Kälber gehen oben in die Mastanlage und werden dort dann mit unter 2 Jahren gemästet und werden dort dann verkauft.
Tier sich wohlfühlt und hat gute Bedingungen hat, hattet gute Zunahmen, hattet, brauchen wir weniger Tierarztkosten etc. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, für die Tiere, die wir halten, nun mal zum menschlichen Verzehr. Jo, mein Name ist Eschler Endi. Ich bin schon seit jetzt 20 Jahren tätig im Unternehmen der DHG. Fahre unter anderem auch Rübenruder und die Saison ist jetzt fast zu Ende. War ein sehr schwieriges Jahr. So, das ist ein ziemlich nahe neuer Tiger 6. Der ist jetzt 6-7 Wochen alt. Und aus meiner Sicht gibt es keine bessere Maschine, um die Rüben aus der Erde zu holen. Wie gesagt, für mich ist es ein Traum in Erfüllung gegangen, diese Maschine. Und hat auch sehr gute Dienste geleistet, hier und da mal ein paar Macken. Die Rüben, ja, sind nicht allzu gut und auch nicht allzu schlecht. Muss man so hinnehmen, was gewachsen ist. Landwirtschaft ist unter freiem Himmel, sagt Opa, hat mein Opa mal gesagt. Und meine Lehre begonnen, weil ich den Betrieb her, also von den Maschinen her und von den Tieren her sehr interessant fand. Ich lerne hier Tierhaltung, Pflanzenproduktion, ja, wie man halt mit Tieren umgeht und auf dem Feld Bodenbearbeitung und alles. Mir gefällt hier, sag ich mal, das Team, wie miteinander umgegangen wird und ja, das die Tiere an sich, wie das hier, also wie der Ablauf ist und das Arbeitsklima halt. Also erstmal total positiv ist, dass wir hier ganzjährig beschäftigt sind, auf jeden Fall. Natürlich auch durch die gute, breite Aufstellung, nicht nur in der Pflanzenproduktion, sondern auch Tierproduktion, auch erneuerbare Energien, jetzt mit unserer Biogasanlage, die wir seit 11.11.2015 in Betrieb haben. Das weiß ich so genau, weil ich sie auch betreibe, zum größten Teil. Ja, wie gesagt, die Tierproduktion mit Mutterkühen und auch Bullenmast und Fersenmast. Ja, das ist natürlich total positiv an diesem Betrieb, dass wir ganzjährig beschäftigt sind. Eine ziemlich kleine Gruppe, aus meiner Sicht heutzutage auch ein relativ kleiner Landwirtschaftsbetrieb. Also es gibt mit Sicherheit größere. Das macht natürlich das Arbeitsklima auch leichter, weil es nicht nur Hauruckarbeit ist. Also ist schon, also ich glaube, wir leben ziemlich entspannt, auch jetzt in der Ernte. Da geht's anderen Landwirten, die müssen dann wirklich jeden Tag 12, 13, 14 Stunden arbeiten. Also da haben wir es schon ein bisschen besser. Ja, die Arbeit macht Spaß. Deswegen bin ich auch seit 9 Jahren hier. Wohne in Penkun, 5 Kilometer von der Arbeit weg, von der Arbeitsstelle. Das ist auch natürlich für mich sehr, sehr einfach. Mein Name ist Tobias Dolgener, ich bin 17 Jahre alt und Landwirtslehrling bei der Krakauer Agrar AG seit ziemlich einem Jahr. Für den ersten Lehrjahr und will dann später auch als Landwirt arbeiten. Ja, arbeiten in der Mitte der Natur, mit Tieren, mit der großen Technik. Ja, meiner Meinung nach ist die Landwirtschaft ein toller Beruf. Man erlebt viel, man kommt auch mit anderen Leuten unter Kontakt, zum Beispiel beim Kornfahren oder so. Kann man sich auch mal mit anderen Landwirten unterhalten und auch mit den ganzen Lehrlingen. Man ist viel unterwegs, man sieht was von der Welt und ja, es ist halt einfach ein toller Beruf. Die Ernte dieses Jahr war nicht so gut, aber ja, wir haben früh mit der Ernte angefangen und waren früh auch damit fertig.
Es war jetzt, wir haben Bio-Weizen, hat Papa gesagt, haben wir geerntet. Es hat ja seit März nachher bei uns fast gar nicht mehr geregnet. Wenn in der Nacht gab es nur noch ein bisschen Tau, aber über die Tage gab es nicht mehr viel Regen. Darum früh geerntet, nicht viel geerntet, aber was geerntet. Und der Mais, wie ich schon gesagt habe, war ein bisschen trocken. Zuckerrüben waren auch zu klein. Der Raps wäre auch fast schon vertrocknet. Der Raps war aber noch so, dass er immer noch genügend Wasser hatte. Mastanlage, die haben wir dann nach und nach umgebaut zur Rindermaststrecke. Die Mutterkühe stehen draußen in der Weide. Und die Absetzer, die kommen dann nach 6 Monaten weg von der Mutter, werden aufgestellt und gemästet. Und ja, endlich zur Rindfleischproduktion. Ne? Wir haben verschiedene Sachen. Caroline Ganske. Ich bin die betreuende Tierärztin hier, 30 Jahre alt, bin seit 2014 Tierärztin, war vorher bei Herrn Stegemann angestellt und seit Anfang des Jahres selbstständig und arbeite als Groß- und Kleintierpraktikerin hier in dem Gebiet. Positiven Eindruck. Das Schöne ist die Mutterkuhhaltung hier, dass die Kälber wirklich bei den Muttern bleiben können bis zum Absetzen, sie die freien Randuwiesen hier haben. In Krakow die konventionelle Tierhaltung und die Storko AG ist ja dann wieder die Biohaltung. Die haben ja auch eine Mutterkuhherde, die im Prinzip genauso groß ist mit 180 Tieren, also Mutterkühen. Und dort sind natürlich dann ein paar andere Auflagen da. Ne? Vom Gesundheitsstatus der Tiere unterscheiden sich die beiden Herden eigentlich nicht. So wie Sie ja sehen hier, die Herde, die Kühe sehen ja eigentlich alle prächtig aus und die Kälber auch. Wir sind ja heute auch gerade dabei, alle zu wiegen und alles aufzunehmen. Gerade an diesen Tagen merkt man ja wirklich, was in den Herden vorgeht, dass man wirklich jedes einzelne Tier mal anschaut und inspiziert dann. Die Zusammenarbeit mit den Leuten macht hier wirklich viel Spaß, das ist eine gute Teamarbeit. Merkt man ja auch hier bei der Aktion wie heute, denn, dass alle gut zusammenarbeiten. Und dann geht die Zeit auch wirklich schnell rum. Mit jungen Geschäftspartnern kommt ja auch junges Blut mit rein, damit neue Ideen und immer wieder neue Ideen, die man dann bewerkstelligen kann. So wie wir jetzt auch die Grippeschutzimpfung machen seit 3 Jahren und das wirklich sich bemerkbar macht, wenn die Kälber an den Ställen kommen und nicht so die Lungenentzündungen dann auftreten. Und wenn das so weitergeht, dann sind wir eigentlich guter Hoffnung. Und ich bin auch überzeugt und ich muss auch Stefan heutzutage keine Hinweise und keine guten Ratschläge geben. Manchmal wundere ich mich, wieso die Jugend doch und auch Stefan bestimmte Dinge anders macht, als wir die früher gemacht haben. Aber mit Erfolg und auch richtig. Und da freue ich mich auch, dass er seine eigenen Gedanken da einbringt. Ich finde, mein Papa macht es schon eigentlich gut. Ich werde später dann den Betrieb auch übernehmen und werde mir dann auch noch die Biogasanlage werde ich weiterlassen, dass ich dann Bio habe. Also Bio werde ich dann machen. Ich werde dann ein bisschen Bio-Weizen anbauen. Alles ein bisschen, weil es wird ja immer mehr schädlicher, viel mehr Müll. Jetzt ich gucke mit meinem Papa auch meistens Tagesschau und da sehe ich ja auch, dass denn überall dass überall Müll drinne liegt. Ja, das finde ich, würde einfach mehr Hektar anschaffen, mehr Trecker, mehr Modernisierung, mehr Biogasanlage, also mehr, dass mehr mit alles mehr mit Bio zu tun hat. Einstellen, denke ich mal, war das richtige Stichwort. Wir müssen uns natürlich auf alles Mögliche einstellen, auf den Klimawandel, auf die Forderungen der Bevölkerung, auf den Welthandel, auf alle möglichen politischen Situationen. Und eine Forderung von den Verbrauchern ist immer mehr oder wird immer mehr,
zum Beispiel hier in der Fleischrinderproduktion. Tierwohl, wenn wir uns das leisten können und der Verbraucher das honoriert, werden und wollen wir immer mehr die Forderung des Verbrauchers eben annehmen. Zukunft ist ja auch vielleicht gesichert, ne? Nachwuchs ist da, wie man sieht. Und man hat ja auch jetzt was vor Augen, ne? wo die Reise hingeht. Das soll alles weitergehen, weil eben die Nachkommen, die müssen ja weitermachen. Und das soll weitergehen und wird auch weitergehen. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie kein Problem. 2050, das wird, man weiß es nicht, wie das denn aussehen wird, aber auf jeden Fall die schweren Arbeiten, irgendwie, das wird alles, da werden alles Roboter, Computer übernehmen. Teilweise haben wir das ja heute schon. Wenn man den Melkroboter sieht zum Beispiel, das geht alles vollautomatisch. Das ist nur noch einer da, der das irgendwie überwacht. Und ja, die Roboter, die fangen dann nur an, alleine zu denken. Und irgendwann brauchen wir den Menschen vielleicht gar nicht mehr. Aber da wollen wir ja nicht hin. Vorher muss ja dann alles gestoppt werden, die ganze Sache. Aber ja, die Landwirtschaft, denke ich mal, ist da schon weit vorne mit Robotertechnik, Automatisierung, alles sowas. Weil eben die Arbeiten wie vor 100 Jahren, 150 Jahren, will ja so keiner mehr richtig machen. Ne? Man, kaum vorstellbar, dass sich heute einer eine Sense in die Hand nimmt und dir ein paar Hektar abmähen tut und das im Winter erst ausdrückt. Das funktioniert nicht mehr. Für nächstes Jahr wünsche ich mir auf alle Fälle erstmal Gesundheit für meine Familie, für meine ganzen Mitarbeiter und für alle anderen, weil ohne Gesundheit ist alles nichts. Ansonsten wünsche ich uns eigentlich ein bisschen besseres Betriebsergebnis, um dann auch mal wieder Lohn anzugleichen, Prämien auszuzahlen, damit sich die Arbeit auch wieder mal ein bisschen lohnt. Traum, Landwirt zu werden und es noch vielleicht besser zu machen als mein Papa.